Wie sehe ich aus? Hi, wir möchten dir ein paar Fragen stellen. Okay. Was gefällt dir an deinem Körper? An meinem Körper gefällt mir, dass ich klein und zierlich bin. De mí me gusta mi boca, me gusta mi estatura. Ich mag, wie mein Körper aufgebaut ist, was für eine Körperstatue ich habe. An mir gefällt mir mein Hautton. Mir gefällt es auch, dass ich nicht unbedingt aussehe wie jetzt in Deutschland fast die meisten. An mir selbst mag ich meine Augen sehr, weil ich kann mal vollkommen entspannt gucken und kann auch einen sehr durchdringenden Blick haben. An mir gefällt mir, dass ich eigentlich offen bin und das versuche ich auch ein bisschen an meinem Körper zu zeigen. Mein Gesicht, meine Haare, meine Augen, meine Größe finde ich auch gut und dass ich nicht fett bin. Was hättest du gern anders? Was ich gern anders hätte? Ich würde mir wünschen, dass wenn ich etwas esse, auch etwas zunehmen kann. Früher wollte ich immer meine Brüste verkleinern lassen, weil die sind relativ groß und ich mag kleine Brüste lieber. Ja, manchmal fühle ich mich einfach wie ein Skelett und das ist etwas, was mich manchmal kränkt, aber ich nehme das dann auch ziemlich locker. Ich bin unzufrieden mit meiner breiten Nase. Also wenn ich anders aussehen würde, ich hätte gerne braune, lockige, lange Haare. Ich würde gern wissen, wie das so ist. So helle Augen, blaue Augen, finde ich immer ganz schön. Und ja, blonde, glatte, lange Haare zu haben. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich etwas muskulöser wäre. Ich bin unzufrieden, dass ich mal wahnsinnig dünn war und dann irgendwie durch einen Austausch das Gegenteil geworden bin. Ich habe ein bisschen Speck hier an meinem Bauch hier unten. Meine Augen. So, gefällt mir, aber ich würde gerne andere Farbe. Vielleicht blaue oder so. Also, ich könnte vielleicht ein paar weniger Leberflecken haben. Ich habe wahnsinnig viele Leberflecken. Also, ich habe manchmal Phasen, wo ich mich etwas zu dick fühle, was wahrscheinlich viele Frauen haben. Augenringe, das Gesicht vom Papa, weiß ich nicht, das Mondgesicht oder oh, keine Wangenknochen, klar, gibt immer was. Frauen oder Mädchen haben immer irgendwas rumzumeckern und es gibt Tage, da fühle ich mich gar nicht wohl. Wenn ich jetzt was ändern könnte, dann würde ich wahrscheinlich meine Haare glätten lassen. Verändern würde ich jetzt nichts an mir, weil ich eigentlich so zufrieden bin. Ich bin Gott darüber dankbar, dass ich so geworden bin. Deswegen würde ich nicht unbedingt etwas verändern an mir. Klar, auch gern noch mal 5 cm längere Beine haben, würde ich nichts dagegen haben. Aber grundsätzlich wäre ich ja dann auch nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Und ich glaube, den Menschen kenne ich jetzt schon 18 Jahre. Und wenn ich der nicht wäre, dann wäre es auch irgendwie schade. Ja.